Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 2. Und wir machen heute mal ein bisschen weiter mit Magical Quarps. Und zwar hat man da ja vor einigen Folgen angefangen gehabt, mit unserem kleinen Feldchen hier oben. Und wenn man sich mal anschaut, wir haben auf jeden Fall schon mal einiges an Material bekommen. Wenn man jetzt bedenkt, dass ich noch einmal die Kiste leer gemacht habe und schon ins ME-System getan habe, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wir brauchen viel mehr. Das bedeutet, wir werden uns erstmal noch ein paar zusätzliche Samen machen. Also brauchen wir dafür Seeds. Ihr seht schon, da haben wir ein paar. Gucken wir uns gleich an. Erstmal brauchen wir normale Seeds dann. So. Und dann machen wir uns mal 5. Sonst müssten die eigentlich gleich gepflanzt werden. Genau, perfekt. So, hätten wir die schon mal. Dann möchte ich noch ein paar Diamanten Seeds machen. Gut, machen wir nicht. So, das heißt, wir brauchen Diamanten, weil wir brauchen immer viermal das Material, was wir herstellen möchten, um die Seeds praktisch zu craften. So, und zwar möchten wir dann. Wo sind sie? Das möchten wir praktisch machen. Brauchen also Diamond Essenzen, damit wir einen Diamond herstellen können. Und die Essenzen brauchen. Ach, die brauchen Civico Essenzen. Okay, gut. Also dann können wir das erstmal sein lassen. Aber die Diamanten können ja auch im Compressed Gravel sein. Das heißt, wir werden unten unsere große Maschine mal wieder anschmeißen. Und werden einfach das Ganze mal auf Gravel umschalten. So, dann brauchen wir erstmal Compressed Cobblestone. So. Machen wir schon mal ein Stack. Noch ein Stack. 64. Drei Stacks. Ja, würde reichen. Erstmal. Das sind ja dann drei Stacks mal 1927. Normale Cobblestone Stacks. Das ist schon eine Ecke. So. Ja, ich glaube, ihr hört es auch. Wir haben hier ein ganz schönes Gewitter am Laufen. Und damit meine ich nicht hier im Real Life, sondern im Game. Ja. Mei. Muss man halt mitleben. So. Jetzt brauchen wir kurz unser erstes Compressed Gravel, um hier unseren Filter zu bestücken. So, das soll nämlich da reingehen, weil wir ja Diamanten haben möchten. So, und jetzt sehen wir schon, jetzt hat er das Gravel praktisch hier schon reingepackt. Gut, das wird übrigens dann hier, wenn es fertig ist, direkt in sein ME-System gepackt, so dass wir uns da nicht weiter drum kümmern brauchen. So, Punkt 1. Dann gucken wir mal ins Büchlein, was wir eigentlich noch alles machen sollen. Hier vorne fehlen nämlich noch ein paar Sachen und die möchte ich jetzt langsam mal durcharbeiten. Also, Hammer Blocks with a Chicken Stick. Okay. Ah, jetzt ist, wo kriegen wir den Chicken Stick her? Weil der nämlich Raw Chicken braucht. Oder aus einem Wild Bag. Okay. Raw Chicken. Tandis und Beef, okay. Oder aus einem Common Loot Bag. Okay, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Common Loot Bags haben. Ja klar, wenn wir es mal brauchen, ist Keynes dabei. Ah, hier sind wir. So, da ist einmal keine Ahnung, was es ist. Das ist auch kein Chicken. Und das ist auch kein Chicken. Das nennt man übrigens Reinfall. Aber ich sehe gerade,
Auch wenn es jetzt nicht ganz der Plan für heute war. Aber ich werde hier hinten mal noch ganz kurz die Steine austauschen. Sieht ein bisschen unschön aus. Und da wir das Ganze ja in schön bauen wollen, sollten wir das dann auf jeden Fall mal mit auf den Stand bekommen. So. Ups. Ja. Das wollen wir da natürlich nicht wieder haben. Ups. Jetzt ist die Frage, ist da was drin? Das heißt, wir können den einfach stumpf eins nach oben setzen. Das sieht er nämlich besser aus. So, ups. Hier müssen wir eh noch ran. Okay. So. So, sorry, das war gerade eine kleine technische Unterbrechung. So, dann brauchen wir noch einen Hammer. Das Ganze wieder zu aktivieren. So. Haben wir da wieder eine Schandfleck weg. So. Ups, nee, ich brauche nur noch. Na komm. Dann machen wir nur kurz, nämlich Quatsch. Ach ja, wenn man sich vertippt, ist es immer lustig, wenn es dann irgendwie wieder behoben werden darf, muss, kann, möchte. So, hops. Dann machen wir hier noch unsere Säule fertig. So, hätten wir das. Und auf der anderen Seite fehlt die Säule auch noch. Die Hammer und dann muss ich hier wieder hin. Da noch. So. Na, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Gut, hier waren wir so stehen geblieben, dass wir erstmal jetzt keine Dings mehr haben, keine Common Loot Bags. Das heißt, wir müssen noch weiter gucken. So, Make Obsidian vs. Stone Barrel. Halte ich zwar nach wie vor für sinnfrei, aber meinetwegen machen wir es halt. So, das heißt, wir brauchen einen Stone Barrel. So, also bauen wir uns einen Stone Barrel. 6 Stones, einmal Stone Slab. Immer noch Stone? Ach, 2, juhu! Und 5 davon ist auch zu wenig. Habe ich jetzt gerade eben noch das gesehen, dass da X waren, also dass er praktisch nicht hell genug war. So, 1, 2, 3, 4. Zwei sind noch drin, reicht aus. Ach so, außer wenn ich Slabs brauche. Ne, ha! Genau, einer ist noch da. So, hups. Ein Stone Barrel. Ne, halt, machen wir unten.
Ein Bucket. Achso, die habe ich ja hier. So, und zwar kannst du am wenigsten Schaden anrichten. Da. Dann kommt da Lava rein. Also ich nehme, also ich persönlich finde, das ist ziemlich umständlich, aber wenn man es für einen Erfolg braucht, dann macht man es halt. So. Dann kommt da Wasser oben drauf. Und wir haben Opsi. Toll. Okay. Ihr könnt es aber abhaken. So, Craft an Iron Seed. So, da gucken wir mal, wie wir ein Iron Seed hinbekommen. Da brauchen wir. Oh, da brauchen wir die blauen. Imperius. Okay, das sollten wir jetzt hinkriegen. Da müssen wir erstmal zum. Eine Etage höher. Mal, nee, mal. So, dann machen wir erstmal. Okay. Ach, da brauchen wir ja Klasse 2 Essenzen, aber wir haben ja Redstone. In's die Kiste. Und damit haben wir schon mal einen Strong Infused Stone. So. Jetzt brauchen wir 4 Imperius. Pro Imperio brauchen wir 4 Crucio, das sind das 16. Und nochmal 4 Accio, sind wir bei 64. Also ein Stück. Sogar ein paar mehr geworden. Wäre auch nicht schlecht. Und hier haben wir. Achso, da brauchen wir noch 4 davon. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir ein normales Seed. Und dann haben wir unsere Iron Seeds. Bauen wir natürlich gleich mit an, weil warum sollten wir es verfallen lassen? So, damit können wir Iron Seed abhaken. So, Diamond Seed hat man vorhin schon geschaut. Das sieht noch ein bisschen böse aus. Vor allem brauchen wir dafür ein Siegel. So, Use Cross Pulsars. Das wird diese Thematik mit dem Bedrockium sein. Das müssen wir auch erstmal verschieben. Das erkläre ich euch später. Civico Infused Armor muss auch erstmal bleiben. Fly hängt dann damit zusammen. Angel Block hängt damit zusammen. Das brauchen wir später. Jo, na dann sind wir doch bei Travel to the Nether. Juhu. Also Nether. Die Frage, wie sieht's mit Obsidian? Okay, das sieht scheiße aus. Obsidian. Vier Obsis, dann könnte man noch zwei Obsidian-Teile bauen. Da bräuchten wir. Ach, Obsi, okay. Das ist eigentlich nur noch 7, aber ist ja egal. Schon wieder ein Feld zu dunkel. Na, okay. So. 1, 2, 3, 4. Damit sich das Wasser wieder alles abschießt.
Hier Buckets. Dann können wir vier Opsis mitmachen. Falsche Seite. 1, 2, 3. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Da bauen wir die mal noch kurz ab. So, vier. Das heißt, wir brauchen jetzt hier noch mal eins, zwei. So, dann reißen wir hier dieses Konstrukt wieder ab, weil das, was wir wollten, ist erledigt. So, was brauchen wir jetzt dafür? Da brauchen wir die Kruste dafür. Gehen wir am besten gleich hoch. Das ist jetzt gerade ein Leck gewesen, ein schönes. Das heißt, wir brauchen jetzt 8. 8 mal 4 sind 32, weg 32. Also 30 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. So. Na, nur 1000. So, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, oh mein Gott, plus 6, okay. Drei Seeds brauchen wir noch, richtig. Und dann haben wir unsere 1. Und wieder ab in den Planter. Perfekt. So. Hätten wir die auch erledigt. So, das sind die ganzen Endsachen. Weiter geht's. Ups. Craft, Use and Ender Query, das brauchen wir später. Automatic Sieve. Ingots, create a specific cooled reactor from the big reactor mod. Okay. Du heilige Mutter Gottes, da kommt ja noch Spaß auf uns zu. Ist irgendwie der kleine bisschen Wurm drinne? Ich musste gerade schon wieder kurz unterbrechen, habt ihr bestimmt mitbekommen.
So, aber wir sind halt eh gleich durch. Ich wollte bloß noch kurz schauen, genau, ob wir hier vielleicht noch ein paar Beute kriegen. Vielleicht kriegt man ja unsere Chicken noch. Nö. Was ist denn das? Chance Cube, okay. Pumpkin Seeds. Für die Chance Cubes haben wir leider noch keine, noch keinen Platz. Weil das sollte man nicht einfach so mitten in einer Bauzone machen. Das habe ich schon böse enden sehen. Und nicht bloß aus Erzählberichten, sondern aus eigener Erfahrung auch. So, was haben wir jetzt hier auf den Pumpkin Seeds? Auch keiner drinne. Auch keiner drinne. Doch, läuft doch mal wieder richtig suboptimal. Hinten haben wir aber auch kein Hühnchen mit, oder? Alle möglichen Kühe. Nö. Hätte mich ja gewundert. Dann gibt es noch einen kleinen Trick, und zwar kriegt man aus den grünen Beuteln auch diese Kamens raus. Wenn man die ins Crafting-Feld packt. Müll. Hier ist ein Kuchen drin, genau. Melon. Müll. Noch mehr. Ja, also ich werde jetzt noch die. Ach, Scheiße. Das passiert, wenn man falsch klickt. So, den Pulverreiser haben wir noch nicht. Deswegen muss das Leder erstmal da rein. Unsere Torches wieder rausholen. Das kann mit weg. Hops, hops. Müll. Müll. Noch mehr. Ja, irgendwie haben wir heute hier kein Glück. Passt ja zum ganzen Tag ein bisschen. Dann machen wir jetzt noch die letzten Grünbeutel, die da drin sind. Und den einen neuen kommen. Ja, zum Glück haben wir endlich Farbe gekriegt. Ja, schön, dass man fast alles, was man hier drinnen finden kann, jetzt schon gefunden hat. Nur nicht das, was man braucht. Das war dann wieder ein Reinfall. Aber ich habe gerade eine Idee. Vielleicht haben wir ja genug Eier noch, bevor wir jetzt Schluss machen. Gleich. Und können uns selbst paar Hühnchen machen, die man dann killen kann. Wäre ja zu einfach gewesen. Gut, dann müssen wir es einfach eine Runde aufs nächste Mal verschieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann bitte ab in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.